Nach zigtausende Versuchen, um endlich jetzt ein Video machen zu können, ob die Tonqualität und vom Commentary, ob das jetzt alles so passt, müsste es jetzt endlich so stimmen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Kein neues Let's Play. Ich werde es erstmal so machen. Ich bin momentan krank. Naja, nicht jetzt so am Sterben, sagen wir es jetzt mal so, weil das ist jetzt ein bisschen zu betrieben. Sagen wir es mal so, ich habe ein bisschen Schnupfen. Und wenn ihr es schon hört an der Stimme, ja, also wie gesagt, bis jetzt nur so einen leichten Schnupfen. Aber das nicht nur das. Es werden auch nicht jetzt regelmäßig, also nicht jetzt hier alle 2-3 Tage ein Video kommen, beziehungsweise Videos kommen, weil auch wenn ich jetzt wieder fit bin, beziehungsweise fit wäre wieder, ist nämlich seit dieser Woche Donnerstag meine Ausbildung, also seit Donnerstag hat meine Ausbildung angefangen. Ja. Und da muss ich schon 10 Uhr früh bis 19 Uhr, also mit einer Stunde Pause dazwischen, halt arbeiten. Und was ich noch sagen muss, ich hatte es mal erwähnt mit dem Vorproduzieren. Ich weiß überhaupt nicht, wieso ich überhaupt auf den dummen Gedanken überhaupt gekommen bin. Irgendwie, was weiß ich vergesse das einfach. Das war irgendwie Lüge, das war dumm erzählt. Vergesst das einfach wieder und gut ist. Keine Ahnung, wieso ich das gesagt habe. Das war richtig dämlich. Weil ich habe es ja mal in einem Video gesagt, ob das vor dem Let's Play was oder so war. Keine Ahnung. Da hatte ich ja immer gesagt, ich mache das immer an den Tag, wo ich ein Video mache, auch gleich hochlade. Hier mit zum Beispiel den. Lass mich nicht lügen. 3. Oktober. Und dieser 3. Oktober ist ja heute. Und werde ich es auch noch schaffen, weil das ist ja jetzt abgefilmt und das bei YouTube dauert übelst lange. Wie zum Beispiel das letzte Video, das war DLC-Video von Super Smash Bros., wo ich hier Stage gezeigt habe, Mario Maker. Und halt die Mii-Kostüme und so weiter und so fort. Und am Computer stand da irgendwas da, weil das steht ja nur in Minuten da. Was bei der App nämlich nicht ist, da steht das nämlich da, dauert so und so viele Stunden. Ne? Und auf der Internetseite, also sprich auf dem Computer, steht das nämlich nur in Minuten da. Und ich habe das dann nachgezählt, das waren über 6-7 Stunden, wo ich dann keinen Bock hatte. Stand irgendwas damit verarbeiten, aber dann stand irgendwas da, wo wurde nicht gespeichert und bla 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 bla. Irgendwie hatte ich keinen Bock, wollte ich dann am nächsten Tag machen. Aber dann, bevor ich ins Bett gegangen bin, das war so das übelst nachts, das war schon nach 1 oder so, glaube ich, übelst hart, habe ich bei der, also auf Handy geguckt und so, YouTube-App, wurde dann doch hochgeladen. Das habe ich aber, glaube ich, erst am nächsten Tag gesehen. Also noch in der Nacht, später. Und so, also, weil nach 0 Uhr ist immer nächster Tag und so, also es war erst ein paar Stunden später, hab ich gesehen, okay, es wird anscheinend doch hochgeladen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, es ist hochgeladen, hat mich dann doch gefreut. Und ja, jetzt ist wenigstens da, seit 2 Tagen. Und ja, aber um das jetzt hier jetzt nicht so lange zu machen, jetzt das Video, damit ich jetzt wenigstens auf den Punkt komme. Also, jetzt nochmal was ganz Kurzes nebenbei. Ich mache das immer so übelst in die Länge ziehen, weil ich immer irgendwas laber, was damit eigentlich nichts mit dem Video zu tun hat, ne? Ach ja, naja, egal, jedenfalls, um das jetzt so zu machen, nicht nur geredet, damit ihr irgendwas sieht, oder eine Musik, oder ich habe das jetzt einfach so gemacht, dass ich jetzt über diese Kinemaske einfach oder so, die war mir dann doch langsam jetzt zu dämlich. Werde ich jetzt einfach so machen, wie ich es ganz am Anfang gemacht habe. Abfilmen, hochladen,
zwar behinderter Qualität, aber wie kannst du zum Beispiel, wenn du gute Qualität haben willst, also sagen wir mal HD und beim Abfilmen, wie wir jetzt hier zum Beispiel, lohnt sich das gar nicht. Also, Quali ist bei 3DS für sowas abfilmen für den Arsch. Da reichen die 480p eigentlich. Okay, das habe ich jetzt wenigstens gesagt. Jetzt können wir jetzt wenigstens wirklich auf den Punkt kommen. Das Negative ist jetzt halt an der Sache. Bis jetzt muss ich 10 bis 19 arbeiten, ne? Also jetzt am Montag jetzt zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die restliche Woche jetzt auch so ist. Ich arbeite nämlich auch in verschiedenen Schichten. Frühschicht geht nämlich 6 bis noch was, also 6 Uhr frühs bis noch was nachmittags. Und dann habe ich nämlich noch eine Spätschicht. 2:30 bis 11. Also immer verschiedene Schichten und so, außer Nachtschicht, die muss ich nicht machen. Weil ich ja noch nicht 18 bin. Ja, ihr habt es richtig gehört, aber das erfährt ihr im Faktenvideo. Ach ja, nee, das sag ich gleich. Jedenfalls, werde vielleicht nur noch, aber von den Mopeds nicht jetzt so abgefilmte Rotze und so. Das ist jetzt nur so eine Ausnahme. Außer Mario Kart 7 ist jetzt auch schon wieder einen Monat alt, müsste ich jetzt auch wieder machen. Sorry. Aber nee, das kann ich erst machen, wenn ich diese Capture Card habe. Und das kann eine Weile dauern, weil irgendwann bekomme ich dann mein erstes Geld. Ende Oktober. Ich habe jetzt auch mein eigenes Konto. Und das war der Wii U gekauft und gezockt, privat das Ganze. Und das ganze Aufnahmezeug, Capture Card, was man das alles braucht. Mikrofon, Schnittprogramme und whatever, was weiß ich alles. Das kann eine Weile dauern. Deswegen müsste ich erstmal überlegen, was zur Zeit irgendwann mal wieder als Let's Play kommen könne, weil es auch lohnt, weil irgendeine App auf dem Handy, Emulator, nur ein paar Minuten, nur abgefilmt, irgendwas oder so. Deswegen kann das erstmal eine Weile dauern. Jedenfalls, weil ich da immer arbeiten muss, komme ich da gar nicht ein Video dazu zu machen in der Woche, also sprich Montag bis Freitag. Deswegen, wenn ich es schaffe, dann nur Samstag und Sonntag. Tut mir leid. Hoffentlich bekomme ich jetzt keinen DR-Bus, weil das ist jetzt wirklich halt auch ein bisschen scheiße, aber ich kann es nicht ändern, ich kann es daran nicht ändern, tut mir wirklich leid. Deswegen, wenn ich es schaffe, dann wirklich nur in Wochenenden, Samstag und Sonntag. Anders geht das gar nicht. Hoffentlich könnt ihr mir das verzeihen. Wie gesagt, ich kann es wirklich jetzt nicht anders machen, nur in Wochenenden. Und ja, ich habe das sowieso immer alles als Hobby empfunden und so. Nicht jetzt hier als wirklich, weil ich mach ja nicht mehr Ausbildung wegschmeißen hier, mache nur das. Fame! Nee, nix Fame am Arsch. Ich muss nicht Fame werden, nur weil andere, was weiß ich, jetzt viele zigtausende Abonnenten haben oder so, wie. Naja, ich will jetzt keine YouTuber nennen. Ihr könnt das schon selbst ausdenken. Naja, jedenfalls ist es auch schon 8 Minuten. Ja, hoffentlich kriege ich das noch hin mit meinen fast knapp 50% Akku. Ist gerade auf dem Handy abgefilmt. Jedenfalls, das, was ihr außerdem gerade seht, Ultimate NES Remix habe ich heute geholt. Dank. Joa. Ich hab's nicht geholt. Ich habe es über der Internetseite geholt. Okay, ich war es nicht. Ein Elternteil, so. Ich habe schon für viel verraten. Könnten die meisten schätzen ja wegen Alter. Es gibt alles in 50 Abonnenten Special. 50 Abonnenten Special kann sich auch noch verzögern. Vielleicht mache ich das auch erst bei 100 oder so. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, nur Wochenende können jetzt Videos kommen. Und ja, zumindest das Wichtigste habe ich jetzt alles erzählt. Hoffe, ihr habt alles gut verstanden. Wenn nicht, glotzt es euch nochmal an. Oder guckt alles in halber Geschwindigkeit. Könnte aber nur ein kleines bisschen lang dauern. Nur ein kleines bisschen. Nur so klein. Nur so klein. So hat der Schwuchtel jetzt mit seinen komischen Fingern rumgefuchtelt. Ist ja auch egal. Jedenfalls sind jetzt eh gleich 10 Minuten. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns bei einem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex für 23:01. Macht's gut. Ciao.